Was wird das für eine Generation? Eine harte? Oder nur eine rohe? Ich weiß es nur zu gut, auf welch heimlichen Wegen und mit welch perfiden Schlichen das Gift ihrer Humanitätsduselei unschuldige Kinder sehen zu unter Höhentracht. Ihr wollt mich bespitzeln? Nein, wir wollen nur ihre Neutralität überprüfen. Das Unglück der heutigen Jugend ist, dass sie keine korrekte Pubertät mehr hat. Erotisch, moralisch, politisch. So, jetzt werden wir mal ein bisschen wach. Die Menschen sind verrückt geworden. Die nicht verrückt geworden sind, denen fehlt der Mut, die tobenden Irrsinnigen in die Zwangsjacke zu stecken. Ich meinte, sie seien verhetzt, weil sie nicht mehr an Gott glauben. Wenn man nur wüsste, wo Gott wohnt. Er wohnt überall, wo er nicht vergessen wurde.